Heute geht es auf über 3000 Meter auf den Tiefenbachgletscher und damit herzlich willkommen bei MYD Travel. Wir sind im Skigebiet Sölden. Knapp 7 Kilometer vom Ort entfernt liegt der Rettenbach- und Tiefenbachgletscher. Die Erschließung des Rettenbachgletschers fand Mitte der 70er Jahre statt und die des Tiefenbachgletschers Anfang der 80er Jahre. Damals waren die Gletscher aber nur in den wärmeren Monaten über die Gletscherstraße erreichbar und wurden erst 1998 mit dem Rest des Skigebiets verbunden und dadurch auch im Winter nutzbar. Dann muss man allerdings sagen, bis vor knapp 20 Jahren konnte man auch noch im Sommer dort Skifahren. Das ist jetzt allerdings nicht mehr möglich. Auf der Seite des Tiefenbachgletschers kommt man dann auf bis zu 3250 Meter und hat vom Panorama-Felssteg einen gigantischen Ausblick auf den noch größtenteils unberührten Mittelberggletscher am Ende des Pitztals. Hier auf diesem noch unberührten Gletscherteil wollten sich die Skigebiete Sölden und Pitztal verbinden. Mit 64 Hektar an 9 Pisten und 3 Gondelbahnen. Das Projekt wurde allerdings stark kritisiert von Umweltverbänden, dem Alpenverein und auch der Bevölkerung. Nach einem Bürgerentscheid im Juli 2022 und nach einem negativen Bescheid der Tiroler Behörden konnte das Vorhaben nicht umgesetzt werden. Aber jetzt erstmal zurück zum Tiefenbachgletscher. Auf diesem befinden sich 2 Bergbahnen und insgesamt 16 Pistenkilometer. Über einen Tunnel ist das Gebiet von der Seite des Rettenbachgletschers erreichbar. Dies ist im Winter auch die einzige Möglichkeit, den Gletscher mit vorher mindestens 6 Bahnen zu erreichen. Unten am Ende der Pisten befindet sich dann ein riesengroßes Restaurant zusammen mit dem Parkplatz für die Gäste im Sommer und Herbst. In den wärmeren Monaten kann man dann über die mautpflichtige Gletscherstraße bis hinauf auf bis zu 2830 Meter mit dem Auto fahren. Dort fährt man dann nicht nur über die höchstgelegene asphaltierte Straße der Alpen, sondern auch durch den höchstgelegenen Straßentunnel Europas, den Rosi-Mittermeier-Tunnel. Von der Hauptstraße im Ort sind es ca. 15 Kilometer, erstmal in Richtung Hochsölden, bis dann die Gletscherstraße abzweigt und mit einer Steigung von bis zu 13% geht es den Berg hinauf. Die Bergstraße wurde für die Erschließung der Gletscherskigebiete gebaut und ist wohl durch den Film James Bond Spectre weltberühmt geworden. Hier wurde nämlich 2015 die spektakuläre Autoflugzeugverfolgungsjagd gedreht. Als Skifahrer kann man das heute auch noch schön verfolgen, indem man auf der Piste 30 an der Bergstraße entlangfahren kann. Die Skipasspreise starten bei ca. 60 Euro pro Tag. Ab 3 Tagen gilt dieser dann fürs ganze Ötztal und ab 6 Tagen ist dann der Eintritt für die 007 Elements und das Motorradmuseum inklusive. Online sind die Preise dann immer noch deutlich günstiger, allerdings umso näher der Tag kommt, an dem man fahren möchte, steigen dort ebenfalls die Preise. Zudem muss man leider sagen, dass die Skipässe nicht zurückgegeben werden können, ohne eine extra Versicherung abzuschließen. Der Tiefenbachgletscher ist ein interessanter Ort im Skigebiet Sölden, denn dort oben ist bei weitem nicht so viel los wie auf den tiefer liegenden Pisten. Für Fußgänger und Wanderer ist es im Winter gar nicht möglich, raufzukommen und für Skifahrer eben sehr aufwendig mit den vielen Liften. Im Sommer und Herbst kann die Gletscherstraße durchaus interessant sein. Deshalb bin ich persönlich noch zwiegespalten, ob man so weit oben auf einem Gletscher wirklich Skifahren muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Gletscherstraße wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video und ja, in diesem Sinne, bis dahin, ciao.